Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist gerade die My Little Box hier eingetroffen. Ich war gerade so im Chill-Modus, deswegen ungeschminkt und ein bisschen sehr chillig hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der aktuellen My Little Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video gibt es auch noch genau diese exakte My Little Box zu gewinnen, denn ich habe sie nicht nur in der Kooperation, sondern ich bekomme sie auch im ganz eigenen Abo noch ganz normal zugeschickt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne mal vorbei. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich es von My Little Box ermöglicht bekomme, tatsächlich ja, eine Box hier zu öffnen und quasi eine zugeschickt bekomme und quasi gleichzeitig noch eine verlosen kann. Also meine dann. Also ja. Genau, wie gesagt, ich war im Chill-Modus, ich bin noch nicht ganz da. wir schauen einfach mal rein. Also wir haben letztes Mal in der My Little Box doch diese Sneak Peek gehabt, dass es jetzt so eine unfassbare Kooperation geben soll mit so einer Taschenfirma. Ja, Net & Sin oder sowas in der Art, keine Ahnung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe ja schon mal das Ding aufgerissen, ich bin ja ehrlich, ne, weil ich einfach mal kurz gucken wollte, ob sich in beiden Kartons, die hier gerade gleichzeitig bei mir eingetroffen sind, das gleiche drin verbirgt, beziehungsweise einmal kurz aufgeklappt, reingeguckt, zugemacht, ciao. Ja, es ist der gleiche Beutel in beiden drin. Und wir haben hier einfach mal den ersten Blick in die Box, beziehungsweise, ja, auf die Tasche, die sich da drin verbirgt. Hier steht: Im Morgengrauen raus und Richtung Sonne fahren. Abends brauchst du nur einen federleichten Pulli. Die Tage werden länger und die Summer Nights sind endlos schön. Immer an deiner Seite, June. Eine Tasche, die nur auf ihren Einsatz wartet und für alles gewappnet ist. Sie hat genug Platz für Accessoires, Sonnencreme und alles, was Spaß macht. Hübsch geordnet und immer griffbereit. June freut sich auf dich. Das passt natürlich, weil es ist die Juni-Box, ne? Ultra. Wir gucken mal rein. Wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier ein Täschchen, was wir rausnehmen. Und hier steht Summer Nights, My Little Box mit Net and Nin. Nicht Net and Sin, uiuiui. Genau. Und ja, es ist orange und es fühlt sich an, als wäre eine Tasche drin. Eieiei, da bin ich ja mal gespannt. Also, wie gesagt, ne, das ist halt der leere Karton. Oh Gott, das ist wirklich so eine ganz edle Umtasche-Geschichte. Also, ne, das werde ich jetzt hier auch weiterverwenden demnächst. Also finde ich total klasse. Da kann man immer nur so Sachen reinmachen. Als Geschenktäschchen ist es eine ganz feine Sache. Und hier haben wir tatsächlich diese Tasche, die dann auch prall gefüllt ist mit Geschichten. Die hat die wirklich perfekte Größe zum Ausgehen, zum Shoppen. Ich persönlich mag es eigentlich lieber, wenn man halt einen Reißverschluss hat, weil safer. Aber wir gucken uns das gleich am Ende auch nochmal ganz genau an. Aber erstmal nehmen wir die einzelnen Sachen hier raus. Als erstes haben wir hier ein Kärtchen. Mit diesen wissenschaftlich fundierten Tipps wird dein Sommer noch schöner. Creme dich ein, bevor du dich anziehst und nach draußen gehst. Vergiss nicht die Areale auf dem Bild. Ja, Leute, natürlich. Ich habe mir gerade den Rücken verbrannt, danke. Das passt ja. Für den ganzen Körper brauchst du eine Menge, circa so groß wie ein Golfball. Oha. Ja, richtig dick eincremen, ne? Das mache ich auch nie. Ganz wichtig, regelmäßiges Nachcremen nicht vergessen. Je heller dein Hauttyp, desto häufiger. Ja, mein Problem ist tatsächlich, dass ich ja echt so eine Kalkleiste bin, ne? Bei Fluids und Lotion ist die Faustregel, dass jedes Areal circa ein Strang in der Länge von der Spitze deines Mittelfingers bis zum Handgelenk benötigt. Jedes Areal, okay, also von hier bis hier. Oha, das ist aber ganz schön viel. Mit der Eucerin Sensitive Protect Sun Lotion Extra Light Lichtschutzfaktor 50+, die sich sehr wahrscheinlich in dieser Tasche verbirgt, bist du auf der sicheren Sonnenseite. Sie ist wasserfest, zieht extra schnell ein und bietet auch Neurodermitis geplagter Haut perfekten Schutz, inklusive hochmoderner UVA und UVB-Filter, bla 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 bla. Läuft. Added Bonus ist die Anti-Flecken nach dem Waschen-Technologie. Man liebt es. Okay, ja. Wusstest du, dass wir bis zu 14% unserer Haut stiefmütterlich behandeln? Schluss damit. Ja. Ganz furchtbar, ich weiß. Ich liege meistens in der Hängematte. Ja,
wenn ich mal irgendwann dazu komme. Gut, jetzt haben wir hier nochmal was zu lesen. Also irgendwie hat die My Little Box in letzter Zeit ziemlich viel zum Lesen mit dabei. Ja, das brauche ich jetzt aber nicht alles vorlesen, oder? Ja, ja, pudriger Ton, tüdelü. Ich will sie aber hier gleich... Oh! Mit dem Code June schenken dir Net and Nin seit 30% Rabatt, um die perfekte Gesellschaft für deine neue Sommertasche zu finden. Das ist bis zum 30. Juni 2020 gültig. Das ist ja cool. Also wenn man sich vielleicht noch was nachkaufen möchte, das finde ich auch cool. Das gefällt mir, das ist schon mal nett. Ah, guck mal, und das ist auch ganz wichtig. Diesen Sommer erwartet dich eine Box, die keine Kompromisse macht. Juli und August kommen diesmal in einer einzigartigen, riesengroßen XXL-Box, die gemeinsam mit einer französischen Kultmarke designt wurde. Freu dich auf doppelt so viel Pflege, doppelt so viele Accessoires und doppelt so viel Lust, einfach in der Sonne zu liegen. Darum geht es doch im Sommer, ne? Also das heißt, dass wir quasi die Juli und August Box kombiniert bekommen. Okay, das ist auch wichtig zu wissen, dass man sich nicht im August wundert, wo die Box bleibt. Und jetzt labere ich schon so lange. Mensch, das nächste Produkt, Caudalie. Das ist ein Instant Foaming Cleanser, Moisturizing Grape and Purifying Sage. Jo, das ist ein Cleanser mit 50 ml. Caudalie ist eine sehr, sehr hautfreundliche Marke, das gefällt mir auch ganz gut. Foam Cleanser gefallen mir persönlich nicht so ultra gut, aber gut, ich stelle mir sowas unter die Dusche und da kann ich mein Gesicht entsprechend mit reinigen. Das gefällt mir dann doch irgendwie ganz gut. Man weiß es nicht. Weiter rein und greife raus diese angekündigte Eucerin Sun Protection Very High Blablabla Sun Lotion. 20 ml sind hier enthalten. Ich glaube, die habe ich tatsächlich schon in meinem Backup. Ich finde es immer ganz wichtig, bei mir vor allem mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 zu arbeiten. Das ist jetzt 50 plus, was richtig gut ist. Und ja, das ist toll. Extra Light Sensitive, auch das ist sehr, sehr gut. Großzügig vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen, übermäßiges Sonnenbaden, stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Safe. Also mein Rücken sieht auch so aus, als hätte er ein großes Gesundheitsrisiko durchmacht. Genau. So, dann haben wir noch ein Produkt in der Box und das ist von der My Little Beauty Eigenmarke. Scrub Me Tender, ein Gommage Korb. Das ist Echeveux. Okay, also das kannst du für den Körper und für die Haare nehmen. Hä? Ist es ein Scrub für die Haare? Auch Kopfhaut und Körperpeeling? Oh, nice. Kopfhautpeeling kann ich sehr gut gebrauchen, denn ich habe des Öfteren mal Kopfhautjucken oder Pickelchen auf der Kopfhaut oder so. Ja, ist das eklig, tut mir leid, aber das habe ich manchmal halt. Mit Kokosnussmark und Rizinusöl. Rizinusöl ist gut für die Haare. Kokosnuss mag ich vom Duft her nicht so gerne. Dieses zarte Peeling kribbelt sanft auf der Haut und Haar. Bringt frischen Wind in deine Mähne und rubbelt deine Haut streichglatt. Auf die feuchte Haut auftragen oder vor dem Shampoonieren in die feuchte Kopfhaut einmassieren. Gründlich ab- und ausspülen. Das werde ich mir direkt unter die Dusche stellen, weil ich habe gestern ein Körperpeeling leer gemacht. Dann wird das halt jetzt erst verwendet, bevor ich das verwende, was ich mir gestern reingestellt habe. Oh ja, das sieht ja interessant aus. So weiß. Oh Gott, das riecht wirklich voll nach Kokos. Uah. Ich mag keinen Kokos. Ja, aber es ist halt ein Körperpeeling, ne? Das wäscht ja wieder ab. Es bleibt ja nicht auf der Haut. Ja gut. Stelle ich mir direkt unter die Dusche. Dann habe ich es da. Aber es hat... Oh, ist es ein Zuckerpeeling? Weil die Körner, die lösen sich schnell auf. Das ist angenehm. Ja, cool. Und wenn man das von den Fingern abputzt, hat man noch so ein ganz angenehmes, eingecremtes Gefühl. Das ist cool. Ja gut. Ne, wir ignorieren einfach mal den Duft, der wirklich safe nach Kokosnuss riecht, aber gut, und stellen uns mal unter die Dusche. Da bin ich gespannt, dass wir dann in einem Monat ungefähr in einem Aufgebraucht-Video landen, weil sowas, das kriege ich ja schon aufgebraucht. Gerade wenn es halt auch eine Sache ist, die du für die Kopfhaut nehmen kannst, ne? Das heißt, ich werde mich zweimal die Woche damit peelen, von Kopf bis Fuß tatsächlich. Ja, und hier haben wir jetzt die Tasche. So, die haben wir ja schon gesehen, das ist wirklich ein schönes Camel Braun, würde ich mal so sagen. Camel Beige, Camel Braun. Von der Größe her ist es wirklich auch angenehm. Du hast hier auch so eine Kette mit dabei. Das heißt, man kann die sich echt toll umhängen. Ja, ich habe ein scharfes T-Shirt an. Das hat meine Mami letztens, als wir shoppen waren, mitgekauft. Und das ist echt, also die ist, ne, die Kette ist auch an der richtigen Stelle. Und die ist hier einfach so festgemacht mit so, ne, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Nieten. Dann hätte man hier theoretisch
außen, beziehungsweise hier hat man hier noch eine Tasche. Sieht man das? Ja, ne? Genau, da ist eine Tasche. Und hier drin hat man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Taschen. Das ist halt dann einfach groß und dann kannst du wühlen. Aber ich meine, das ist ja eine recht kleine Tasche. Also von daher, so viel schmeißt du da auch nicht rein. Ja, die kann man hier noch zumachen. Damit die jetzt nicht irgendwie übermäßig auseinanderfällt. Das finde ich halt auch ganz gut gemacht. Vom Material her fühlt sich das echt hochwertig an. Und es soll ja auch eine recht hochwertige Tasche sein. Also das gefällt mir. Doch, und das ist sehr, sehr modern oder auch sehr zeitlos, wenn man das mal so sagen darf. Deswegen finde ich das cool. Sehr schick, sehr stabil auch. Bin ich mal gespannt, ne? Die wird dann auf jeden Fall das ein oder andere Mal jetzt verwendet werden. Und hier ist auch eingestanzt My Little Box X Net and Nin. Das ist hier auf jeden Fall das Emblem auch mit dabei. Ja, doch. Muss ich sagen, war eine coole Box. Also vor allem eine sinnvolle Box. Also ich bin begeistert. Also für mich war die Box cool. Ich mag die Box auch richtig gerne. Aufgrund der Tasche wird die Box auch einen recht hohen Wert haben. Ja, es ist immer schwierig, sowas zu bepreisen. Hierzu wollte ich noch sagen, auf der My Little Box Seite, auf der französischen Seite, findest du auch manchmal noch diese Beauty-Produkte von denen. Das heißt, da gucke ich mal, was sowas kostet. Ansonsten werde ich sowas Ähnliches raussuchen und das dann halt vom Preis nehmen, wenn ich euch hier den Gesamtpreis einblende. Ja, ne? Mir hat die Box gefallen und wie gesagt, eine Box kannst du in diesem Video gewinnen. Da ist genau der gleiche Inhalt drin wie bei mir und ja, ich habe eine neue Tasche, die ich scharf finde. Die passt vor allem auch zu vielen Styles. Ach Mensch, die gefällt mir richtig, richtig gut. Das fand ich toll. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!